Herzlich willkommen zu diesem Video Scratch 3.0 Listen, Arrays und Elemente. Du wirst mit Hilfe dieses und auch der anderen Videos meines Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten hier gleich mit. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen anderen Scratch-Videos. Wir sind ja mittlerweile schon beim 15. Video angelangt. Und wenn du die alle bereits durchgearbeitet hast, wirst du dich sehr gut in Scratch bereits zurechtfinden. Jetzt geht es hier um eine besondere Art von Variablen, nämlich Listen Arrays. Und da geht es um Folgendes. Mein Programm, wenn ich es jetzt hier starte, sagt er schon, nenne bitte der Reihe nach drei Orte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Wales eingebe, dann gebe ich noch Linz ein und dann gebe ich noch Ried ein. Wenn die dann hier gespeichert und mir hier angezeigt, dann sagt, geht er sie durch. Der erste Ort, der zweite Ort, der dritte Ort ist zum Beispiel Ried und das Programm ist dann beendet. Wie funktioniert das Ganze? Einfache Variablen hast du schon kennengelernt. Das wäre hier ein Beispiel, setze Zähler. Es geht hier mit Variablen, man setzt hier einen Zähler. Wir haben jetzt etwas Neues, das sind hier sogenannte Listen oder auch beim Programmieren nennt man die gerne Arrays. Was ist das? Wir haben hier als Beispiel hier lauter Briefkästen. Du könntest dir so vorstellen, in einer Variable, in einem Briefkasten kannst du natürlich einen Wert speichern. Und da gibt es aber eine geschickte Sache beim Programmieren, die sogenannten Listen Arrays. Da kann man in einer Variable mehrere Inhalte speichern. Damit ich sie dann aber auch wieder finden kann, muss ich sie durchnummerieren. In dem Fall werden sie meistens von 0 bis was auch immer nummeriert, je nachdem wie groß der Speicher ist, auf den das Programm zugreifen kann. Dann könnte ich hier zum Beispiel im ersten Element könnte ich zwischen Montag speichern, dann Dienstag und so weiter. Und wenn ich das dann abrufen möchte, greife ich dann auf meine Liste, auf mein Array zu, auf den Platz 3 und bekomme dann zum Beispiel den Donnerstag ausgegeben. Ja, und bei Scratch nennt man solche Arrays eben dann dementsprechend dann Listen. Schauen wir uns das jetzt hier gleich im Programm an. So eine Liste habe ich hier dann erzeugt. Das ist dann hier in dem Bereich Variablen. Wenn ich hier auf Neue Liste gehe, kann ich hier dann zum Beispiel schreiben Hallo Liste, gilt für alle Figuren, klicke auf OK, wird dann hier dann angezeigt und ich könnte dann dementsprechend an dieser Liste dann wieder einzelne Orte zuordnen. Das ist das hier dann zum Beispiel, da steht dann hier Hallo. Ich mache das jetzt dann wieder rückgängig, indem ich diese Liste Hallo lösche. Sie verschwindet dann auch hier in diesem Bereich. Ja. Was mache ich dann? Ich verwende als erstes dann hier, lösche alles aus meinen Lieblingsorten. Das heißt, wenn ich das ja öfter laufen lassen würde, dann würde er immer mehr Namen dann dazufügen. Ich möchte aber immer wieder frisch beginnen. Deswegen verwende ich dann hier im Bereich dann der Variablen, hier dann lösche alles aus, in dem Fall kann ich dann hier einstellen, welche Liste das dann ist, lösche alles aus Lieblingsliste. Dann nenne bitte der Reihe nach die Urlaubsorte. Das ist so ein Sage-Wieder-Hinweis, den wir vom ersten Video her schon kennen. Es geht dann wieder über den Aussehenbereich, da kannst du dann entsprechend dann diesen Block dann reinziehen. Und dann verwenden wir eine Variable, es geht hier im Bereich Variablen, setze Zähler auf 1 und da habe ich mir hier oben eine neue Variable festgelegt. Und diesen Zähler werde ich dann weiter herunten dann benötigen. Das wirst du gleich sehen. Hier habe ich eine Schleife wieder, wo er dreimal etwas wiederholt. Das kann ich ja dann hier über die Steuerung machen, da kann ich ja dann die Schleife machen. Also alles, was in der Schleife ist, wird dann wiederholt. In dem Fall hier eine bestimmte Anzahl nach, also dreimal, fragt er mich dreimal und jedes Mal, wenn ich hier etwas gefragt werde, erscheint dann, starte ich das vielleicht jetzt hier doch einmal, es klärt er mich hier auf, erscheint dann hier diese Eingabemöglichkeit und das, was ich hier eingebe, wird dann gespeichert dann hier, gehen wir füllen hinein, hier in Antwort und dann schaffe ich es dann mit Hilfe dieses Befehls dann, füge Antwort zu Lieblingssorte hinzu. Und diese Block füge habe ich dann hier bei meinen Variablen dann herinnen. Und da kann ich dann hier sagen, füge, in dem Fall die Antwort, die wir dann haben beim Füllen, füge dazu und dann wird diese Liste dann immer dann mehr erweitert. Und jedes Mal, wenn ich dann hier eine Antwort dazugebe, ändere ich den Zähler um 1, zähle ich dazu. Das heißt, ich zähle hier mit, wie viele Elemente dann mein Array, meine Liste dann dementsprechend dann zum Beispiel dann auch hat. Ich könnte das auch aber machen natürlich mit Länge von Lieblingssorte, da bräuchte ich da nicht mit sein, aber ich mache es jetzt einmal hier so. Ende ich dann mit und das brauche ich dann dementsprechend, nehme ich hier dann, um hier dann auch dann das auszugeben. Es steht hier verbinde, das wäre dann im ersten Durchgang wäre es 1, ja, erster Ort und warte und so weiter.
Dann setze Zähler auf 1. Wir fangen wieder mit einer neuen Schleife an. Und er soll diese Schleife so lange ausführen, solange, wie ich es hier vorhin schon gesagt habe, so viele Elemente dann meine Liste hat, so viele Elemente, wie viele Dinge ich da gespeichert habe in meinem Array. Und das drückt er dann wieder aus, verbinde Zähler, er zählt dann wieder mit, fängt bei 1 an, erster Ort für eine Sekunde, dann sagt er wieder das Element Zähler von Lieblingssorte. Das ist dann hier diese Anweisung. Da kann man nämlich genau dann auf das erste Element dann meiner Liste zugreifen. Das heißt, wenn ich hinschreibe, ein zweites Element meiner Lieblingsorte, dann wäre das zum Beispiel dann vorhin vielleicht Linz gewesen. Dann zähle ich hier dann wieder mit und dieser Wert dann wird erhöht, dann heißt dann zweiter Ort, er greift dann auf das zweite Element dann zu und sagt dann den zweiten Ort. Und wenn er das dann alle Orte durchgegangen ist, wenn ich jetzt fünf Orte zum Beispiel hätte, dann würde es fünfmal durchlaufen. Danach kann er dann Stopp machen. Ja, das waren List and Erase. Schau dir vielleicht das Video nochmal an den Stellen nochmal an. Das ist vielleicht diesmal etwas anspruchsvoller gewesen. Aber so kannst du sehr gut dann verschiedene Dinge dann speichern, kannst du der Reihe nach dann herausholen. Listen sind eine ganz geniale Sache. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann ja dann im 16. wieder, wo wir dann sogar eigene Blöcke, eigene Befehle definieren werden. Danke für deine Aufmerksamkeit.